Ich stehe heute vor einem ganz besonderen Laden und zwar vor der Bonbon-Manufaktur von Peter Stöpel und Timo Bernsmann und schaue mir heute mal an, ob Zuckerträume wahr werden. Hallo! Hi, grüß dich! Hi! Peter, hi! Ich wollte mal anschauen, wie man Bonbons macht. Hallo! Hi, Timo! Hi! Dann legen wir da das Motiv mit dir zusammen. Das Ende ist ganz hinten. Das ist unser Kühltisch. Da kommen nachher die Zuckerstangen drauf, wo das Motiv schon drin ist. Genau. Und da sollen die Zuckerstangen aushärten. Ja, cool. Also gehen wir von links nach rechts. Ja. Wie lange dauert das dann so von der Idee, bis man wirklich ein fertiges Bonbon hat, wenn ja immer neue Sachen ausprobiert werden? Es kommt darauf an, was wir reinarbeiten. Also je nachdem, wie abstrakt das Motiv dann nachher ist, dauert das natürlich länger. I Love MS ist eine Standardproduktion, die haben wir auch so im Laden. Und da würde ich sagen, brauchen wir jetzt gleich, bis das Bonbon fertig ist. Stunde, anderthalb. Ja. Schütze das einfach von oben bis unten einmal ein, schön mittig. Ja. Und dann kannst du einfach mit dem Löffel, rührst du das so langsam ein. Wichtig ist immer, dass das relativ mittig bleibt, das Aroma, und nicht an den Seiten, weil sonst läuft das sich an die Strebe nämlich runter. Und dann haben wir nachher das Aroma auf dem Tisch. Einmal hoch und runter dann. Genau. So, ich verteile das jetzt mal. Wie lange habt ihr dafür gebraucht, bis ihr das so alles konntet? Also wir waren 3 Monate bei dem Bonbonmacher, der uns das beigebracht hat. Wir haben dann da 3 Monate bei dem auf dem Hof gewohnt und haben dann da die Schulung dann genossen. Wo war das? In Oldenburg. Die Familie von Peter hat eine Süßigkeitenfabrik oben im Norden. Ja, und dann haben wir mal einen Bonbonmacher gesehen in Köln und waren dann so fasziniert, dass wir gesagt haben, genau das wollen wir machen. Du musst jetzt den Farbstoff einrühren. An die Seite? Genau, einen kleinen Tropfen Gelb. So? Ja. Reicht schon? Nee, mach ruhig. Noch mehr? Genau. Okay. Ja, stopp. Ja. Und das löst du jetzt schön ein. Alles klar. Einfach so wieder kreisen bewegen. Genau, richtig. Okay. Okay. Ja, genau. Mach das mal hier oben hin. Ja. Ups. Ja, das müsste schon fast reichen. Das heißt, wenn du damit zu lange rumspielst, dann ziehst du dem Zucker auch die Temperatur. Deswegen müssen wir ihn einmal nur kurz durchkneten und dann können wir ihn wieder weglegen. Kannst du dir schon mal überlegen, wie wir hieraus Weiß machen? Farbstoffe wurden ja hier schon hinzugefügt, ne? Weiß kann man nicht hinzufügen wahrscheinlich. Kann man auch, oder? Kann man auch, aber es gibt einen Trick. Schön warme Hände. Ja, das ist auch das Problem gewesen am Anfang, warum wir Brandblasen haben. So, ja, jetzt haben wir alles soweit vorbereitet. Ja. Das heißt, jetzt können wir eigentlich mit der richtigen Arbeit anfangen. Jetzt schreiben wir uns das Eil auf Münster in das Bonbon, okay? Okay. Ja, wir fangen jetzt mit dem S an. Und für den S brauchen wir 2 weiße Rollen. Und da du das Schwarz drum legst, um diese weiße Rollen, entsteht ein S, ja? Entsteht ein S, genau. Das ist das S. Einmal ganz groß. Mhm. Okay. Genau. Da drücken. Bonbon drauf. Mhm. Jetzt haben wir das Riesenbonbon. Da ist es. Aber so kann es ja auch keiner essen. Ja. Deswegen wollen wir uns das jetzt noch mal kurz ein bisschen wärmer. Wo das Innenleben halt relativ hart ist. So, das dauert aber, bis das entgegenkommt. Das ist nämlich, wie gesagt, noch sehr, sehr hart. Uiuiui. Ganz schwer. Ja. Nein, so, ne? Genau. So, jetzt Gas geben. Drehen, drehen, drehen. Feuer drehen, Feuer drehen, Feuer ein. Feuer. Genau, damit die Spirale hast. Mein erster eigener Lolli. Ja, ja. Mal ein paar mehr reinmachen. Das ist gut. So, ich habe hier selbstgemachte Bonbons und darf die sogar mitnehmen und vernaschen. Für mich steht nach diesem Tag fest, ich komme wieder.